Familienmessen wiegen. Unter diesem Motto fand die alljährliche Tierinventur im Tierpark Hagenbeck statt. Kamel Junge-Wittmann war der erste Proband an diesem Morgen. Der zutrauliche 5 Wochen alte Hengst ließ sich geduldig vermessen. Ganz anders seine jüngere Halbschwester Pari. Sie kam zwar mal zum Schnuppern vorbei, aber von der hölzernen Messlatte von Tierpfleger Benjamin Krüger wollte sie partout nichts wissen. Gemessen werden die Kamele vor ihren Höckern, auf einer Höhe, die beim Pferd als Widerriss bezeichnet wird. Eine echte Herausforderung für den Tierpfleger, den das ängstliche Kamelmädchen gar nicht erst an sich herankommen ließ. Wir haben hier heute die kleinen Kamelkinder vermessen. Da haben wir einmal den Wittmann, den Jungen, der ist 1,10 Meter groß. Dann haben wir die Pari, das Mädchen, die ist 1,25 Meter groß. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied, dass das Mädchen größer ist. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil es auch bei uns Menschen so, der eine wächst schneller, der andere langsamer. Das ist nicht weiter tragisch. Und die Kleinen sind jetzt so circa 5 Wochen alt. Die Karawane aus Pressevertretern zieht weiter zur nächsten Station. Die 6 Seychellen-Riesenschildkröten sollen gewogen werden. 2 Tiere dieser Gruppe tragen bereits mehr als 120 Jahre auf dem Buckel. Aber da sie ihr Leben lang wachsen, sind die größten Exemplare auch die schwersten. Da die älteren Tiere mehr als 200 Kilo auf die Waage bringen, wurden zum Tragen zusätzliche Tierpfleger aus benachbarten Revieren dazugeholt. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Das ist Otto und der wiegt jetzt 203 Kilo. Im Sommer sind die Riesenschildkröten meist etwas leichter als im Winter, weil sie sich mehr bewegen. Da die Tiere warmes Wetter bevorzugen, hat es Otto sichtbar eilig, wieder in das gewärmte Schildkrötenhaus zurückzukehren. Wir haben jetzt hier unsere Riesenschildkröten heute mal gewogen im Rahmen der Inventur. Das passiert 2-mal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und da gucken wir einfach, da gleichen wir so ein bisschen unsere Gewichte ab mit denen von den letzten Jahren und gucken halt, ob es den Schildkröten noch gut geht, ob es da irgendwelche gravierenden Veränderungen gab oder ob sie, wie gesagt, halt, ja, ob alles in Ordnung ist. Die dritte und letzte Station der diesjährigen Inventur ist die Kolonie der Humboldt-Pinguine. Die zutraulichen Tiere erwarten das Eintreffen von Reviertierpfleger Dave Nelde im Eismeer ebenso ungeduldig wie lautstark. Da der Tierpark Hagenbeck die Humboldt-Pinguine in den vergangenen Jahren erfolgreich gezüchtet hatte, sollte nun eine Zuchtpause eingelegt werden. Doch die tierischen Instinkte hielten sich nicht an die tiergärtnerischen Vorgaben und so überlistete ein Pärchen seinen Pfleger. Unbemerkt suchte es sich eine eigene Bruthöhle und pflegte die kleine Judith groß, die mit einem grünen Armreifen gekennzeichnet ist. Für Tierpfleger Dave Nelde ist das Zählen seiner quirligen Frackträger gar nicht so einfach. Immer wieder taucht der eine auf und der andere unbemerkt wieder ab. So, also insgesamt habe ich 38 Humboldt-Pinguine gezählt. 39 Humboldt-Pinguine sollten wir eigentlich haben, also der eine wird wahrscheinlich gerade abgetaucht sein. Macht nichts. Morgen steht Dave Nelde ja wieder im Gehege der Pinguine. Dann zählt er einfach noch einmal nach. Zootierarzt Dr. Michael Flügger ist ganz zufrieden mit der diesjährigen Bilanz. Ja, jetzt sind wir mit der Inventur fertig, nach ungefähr 4 Wochen. Heute der letzte Tag. Schildkröten wiegen, Pinguine zählen. Ein Pinguin mehr als geplant, weil trotz Zuchtverhinderungsversuch sich 2 Pinguine ein Nest gesucht haben, an das wir nicht rangekommen sind. Die haben sich im Gehege selber einen Bau angelegt und dort drin ihr Küken aufgezogen. Da konnten wir natürlich kein Gipsei unterlegen. Insofern haben wir einen Pinguin zu viel. Stören tut das hier niemanden, am wenigsten die geselligen Pinguine. Sie haben Nesthäkchen Judith liebevoll in ihrer Kolonie aufgenommen. Alles in allem also eine gelungene Inventur im Tierpark Hagenbeck.